So, und ich finde, wir haben jetzt hier genug gequatscht. So, pass auf, Erwin. Eine ganze Menge Menschen fanden das ziemlich scheiße, dass ich heute mit dir rede. Könntest du dir Ja. vorstellen, Aber warum ich warte das mal, du, trotzdem gemacht habe? warte, warte, du. Warum könnte Dara das gemacht haben? Also Erwin unterstellen, dass er in einem halben Jahr historische Ereignisse leugnen würde, seine Community als Nazi-Gesocks beleidigen, Rechtsextremisten erfinden, die Erwin angeblich zujubeln könnten. Wieso könnte Dara so etwas machen? Passt auf. Also mit welchen Leuten würdet ihr so etwas machen? Ich würde sagen, so geht man mit Feinden vor, die man vernichten will. Du beendest denn das Ja. Gespräch jetzt schon? Könntest du Jetzt dir vorstellen, haben warum wir ich erst eine trotzdem mit Stunde dir rede geredet. Ich hätte heute? noch ein paar Punkte mit dir zu bereden gehabt, Weiß ich. aber okay. Ja, ich würde sagen, um darauf zu antworten, ich glaube schon, dass du Gutes tun willst, ja. Aber ich sehe auch, dass du gewisse Dinge tust, weil du Klicks willst. Und das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja, du tust immer so, als wäre das was Schlimmes. Weil schau mal, ich will auch Klicks. Jeder Creator will Klicks. Jeder Creator, der da draußen Richtig, steht aber und die sagt, Frage ich ist, will möchte keine man nur die Klicks. Klicks oder möchte man die Klicks für etwas? So, und deswegen natürlich kannst du mir das vorwerfen, weil ich kann niemals jemanden auf Twitch nicht vorwerfen, Klicks zu wollen. Die Frage ist immer nur, wie deichselt man das aus? Klicks gegen das Positive bewirken. Da muss man immer so einen schmalen Grat gehen Genau. und immer versuchen, so einen gewissen Ausgleich zu finden. Genau. Deswegen ist dann die Frage, möchte der es jetzt hauptsächlich für die Klicks machen? Für das Geld Bring oder möchte er das democracy Geld und die to the Klicks, workplace. um XY zu erreichen? Ja. Zum Beispiel politische Einflussnahme, um Menschen zu überzeugen. Aber welche Menschen überzeugst du? Weil die Menschen, die anders denken als wie du, die willst du ja nicht überzeugen. Es gibt eine ganze Die Menge bannst du ja Menschen, weg. Die bannst du ja weg. Wen die willst du überzeugen? Die Menschen, die schon so wie du denken, die brauchst du ja nicht überzeugen. Und die Menschen, die anders denken, werden bei dir rigoros im Chat weggebannt. Von meinen Das ehemaligen Mods, Nazis schöne werden Grüße. rausgebannt. Erwin, es gibt noch Ey, mehr tut als mir leid, Nazis und Amaya ist Linke da kein draußen. Nazi. Bin ich jetzt auch Nazi? Sella, ich hatte ja schon die Frage vor einer halben Stunde gestellt. Sind wir beide jetzt bei Nazis mitgemeint? Ja. Also wir sind, also ich bin bestimmt mit gemeint. Ich bin nämlich in so vielen Chats mittlerweile gebannt, wo ich noch nie was geschrieben habe. Einfach nur aufgrund von Kontaktschuld wahrscheinlich zu Erwin oder so. Ja, wir sind Nazis wahrscheinlich. Ich bin auch bei Finessi, bei Dara, bei Dekadent, bei Prunky und ich bin auch Oh. bei zig Leuten gesperrt. Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn, ohne irgendwas geschrieben zu haben. Doch, doch, Du doch. wirst Bei einfach. Finessi, da habe ich es gewagt, sie zu raiden und ihr dann zu. Oh! Ja, und dann zu schreiben, ja, Sarah Wagenknecht, die macht doch gute linke Politik. Da war ich ganz schnell weg. Und Oh Gott. schaut euch das Video an, habe ich auf meinem Zweitkanal, da habe ich auf den Ausschnitt, wo sie mich gebannt hat, nochmal kurz reagiert, weil das echt so lost war. Also diese Ja, Wokisten-Idee, aber keine weißt Kritik, ist du, sie wie noch doch willst so du. leise. Das verstehe ich ja nicht, ne? Sie sagen ja einerseits, also Dara hat, wir hatten das Thema ja. Dara sagt ja, er möchte die Leute, die eh links ticken, beziehungsweise die noch erreichbar sind für Argumente, erreichen. Ist ja logisch, ne? Molvia sicherlich auch. Die Frage ist halt nur, wie willst du das machen, wenn du jeden sofort wegbannst, deren Meinung du nicht teilst? Also, wie wollen diese Leute jemals irgendwen erreichen dadurch? Also, wen Gar erreichst du nicht. damit? Sie wollen die Leute, ja, sie wollen ihre Hegemonie in den Medien, in den staatlichen Institutionen aufrechterhalten und ausbauen. Das ist ihr Ziel. Sie Mir wollen kommt es nicht. einfach so vor, als schirmen sie sich komplett von Argumenten oder von jeglichem Diskurs ab, weil sie Sella, Angst haben, dass sie mit irgendwelche Idioten auf Twitter, also aus ihrer Sicht Idioten, die gemeinen Pöbel zu überzeugen, das interessiert sie nicht. Sie geht es davon, die Eliten auf ihrer Seite zu haben. Das ist eine elitistische Ideologie. Keine Populare, die sich irgendwie darum schert, was die Bevölkerung will. Ja. Also ich würde schon sagen, dass es noch einige gibt, die eigentlich Leute erreichen wollen, aber bei so einer Finessi, wenn du sagst, du kommst rein und wirst gleich gebannt, weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht, auch nicht, wem du damit irgendwie. Naja, egal. Muss ich nicht verstehen, wahrscheinlich. Nee.
Hallo, ist ja schon klar, hallo. Amaya ist kein Nazi. Amaya wurde rausgebannt, einfach nur, weil sie Kontakt zu mir hat. Mein halber Chat hat sich hier beschwert, dass er bei dir gebannt ist, einfach nur, weil sie im Chat waren. Sie sagen, ich war noch nie bei dem Typen im Stream. Sie kommen rein in den Chat, schreiben irgendwas, hey, Leute sind extrem transfeindliches, ausländerfeindliches oder sonstiges, Dara, und dann sind sie raus. Dara, Leute, so, Leute nein, sind nein, gebannt. Erwin, Leute sind in deinem Chat gebannt, die waren noch nie in deinem Stream, Dara. Wir haben hier auf deine Dings reagiert, schaut dir das auf YouTube an. Wir haben hier mit Leuten reagiert und ich sage, die bannen drüben alle weg, selbst wenn ihr nicht drüben wart, weil sie die Namen hier anschauen. Und die Leute hier haben gesagt, das glaube ich nicht, sind drüber zu dir gegangen und sind zurückgekommen und haben gesagt, holy shit, ich bin wirklich gebannt bei denen. Ich war noch nie drüben, ich habe den Stream noch nie angeschaut. Liefern meine Mods hier anscheinend gerade fleißige Arbeit. Ja, das kann ich auch bestätigen, wie gesagt. Also, ich bin zum Beispiel bei Leuten wie Young Feldsalat, ne, den kennst du ja sicherlich auch. Auch ein linker Streamer. Ja. Da bin ich mal reingekommen, da war ich für den Chat gesperrt, ohne da je was geschrieben zu haben. Dann jetzt bin ich nochmal, jetzt haben sie ja eine neue Methode, du bist ja mittlerweile für den ganzen Kanal, können die dich ja sperren, dass du den Stream gar nicht mehr schauen kannst. War ich neulich bei Young Feldsalat, ich bin für den ganzen Kanal gesperrt. Ich habe dort noch nie irgendwas geschrieben. Also wirklich, du nicht nur, dass ich für den Chat, sondern ich kann gar nicht, dass die Stream anschauen mit meinem Account. Das ist Wahnsinn einfach, ohne irgendwas gemacht zu haben. Also das ist ja schon einfach nicht mehr normal, sowas, ne? Ja, es dient halt also dazu, den Diskurs anzuschauen. Die stießen dich schon aus, überhaupt irgendwas anzuschauen, einfach nur, weil du, weiß ich nicht, bei Protopia bist oder so. Die wollen keinen Diskurs. Ich habe auch letztens, also ich habe auch gestern mir nochmal abends kurz reingeguckt, wie Naitan auf mich reagiert hatte. Kein einziges Argument, also seine ganzen Argumente hat sich dabei herbeifantasiert, dadurch, dass er mir nicht zugehört hat. Also er dann darauf reagiert, mir dann irgendwas unterstellt und also deswegen werden wir darauf auch nicht reagieren. Also das sind 40 Minuten oder so. Nur mit irgendwelchen Dingen, die ich nie gesagt habe. Also jetzt nichts Schlimmes. Schade, oder so. Wenn es was Schlimmes wäre, dann könnten wir das noch darauf reagieren. Für dich ist es vielleicht nicht schlimm, aber für die ist es ganz, ganz schlimm, was du da wahrscheinlich gesagt hast. Sehr, sehr problematisch wahrscheinlich, was du da von dir gegeben hast. Ich habe es gewagt, die Human Rights Campaign zu kritisieren und habe dann gesagt, das ist so eine Organisation, die diese woke Ideologie vorantreibt und Leiter dann so, setzt dich doch nur für Menschenrechte, für Transrechte ein. Ja, dankeschön. Ja, und komischerweise sind die ganzen Transsexuelle nicht, die ich habe. Komischerweise sollte man sich als Linke auch gegen Großkonzerne einsetzen, aber diese ganze Human Rights Campaign, die ganzen Großkonzerne stehen, sind Sponsoren von dieser Kampagne, ne? Also da sollte man sich doch als Linker fragen, will ich jetzt den Kapitalisten in die Hände spielen oder will ich das vielleicht ein bisschen mehr kritisieren? Aber na gut, was weiß ich schon. Ja, Naitan hat dann gesagt, für diesen Aktivismus brauche man ja Geld im Kapitalismus und deswegen sei es nun mal nötig, nur auf Großkonzerne zu setzen. Ah, also. Ja, also ist es ja das, was wir uns auch, was bestätigt ja uns, was unsere Theorie ist, nämlich, dass sie gemeinsame Sache mit Kapitalisten machen. Die Wokies, ne? Also in gewisser Weise. Ist ja so. Also, egal. Okay, ja, klar, weil so, alles Nazis, wer kennt sich? Wenn die Leute aus deinem Chat wegbannen, dann hat das Gründe. So, ja, das stimmt, so wie Amaya. Welchen Grund, Erwin, hat Amaya? So, als würde dort dein Chat irgendwie aus Haufen FDPler, CDUler, SPDern, Grünen und dann ein paar doch, diese Leute gibt's. Bestehen. All das gibt's hier. Wir wissen beide, dass dort regelmäßig kritische Aussagen fallen. Und wir wissen auch, dass du nicht dort irgendwie deine linke Bubble hast. Du hast höchstens paar Leute, die dort sagen, ja klar, bin ich links, Erwin links, Sarah Wagenknecht links. voll. Und du hast lauter stabile Linke bei dir, die alle einfach Menschen von oben herab verachten und jeden einfach Nazi nennen, der nicht der gleichen Meinung ist. Stabile Bubble seid ihr. Und wenn einfach Gewalt der Menschen angetan wird, dann sagt sie einfach so, hat sie wohl verdient. Wann man ein Nazi ist und wann nicht. Wir bezeichnen nicht einfach jeden als Nazi, weil sonst würde der Stream nur aus einer Person bestehen, weil, als würde ich erkennen, weiß nicht was, es sind doch alle Nazis außer ich. Ne? Ist doch ziemlich simpel. Ja. Nein, so hat Dara auf keinen Fall argumentiert die ganze Zeit hier. Siehste, und das meine ich ja, ne? Er behauptet jetzt hier an der Stelle plötzlich, er kann differenzieren, an anderer Stelle, aber er hat ja jetzt oft in dem Gespräch bewiesen, dass er für ihn mittlerweile, ich meine, er hat Erwins Zuschauer als Nazi-Gesocks bezeichnet. Also wie wenig differenzieren kannst du dann bitte? Und dann auf der anderen Seite. Auf das läuft das hinaus. Auf das läuft das hinaus. Ich sag dir ganz genau, wen ich hier in meine Kommentare. Gerade aus Versehen drauf gekommen.
Alles gut, alles gut. Ich war eigentlich auch fertig. Also. Ach so. Die Ziehe. Und das sind erstmal ganz viele Leute, die sowieso schon nach links tendieren, nur eben noch die politische Bildung brauchen und eben auch die nicht so klug sind wie du, für Aktivismus. Ja. Und die landen in meinem Stream, erfahren politische Bildung und merken, boah, da sind ein paar coole. Also, alles Verschwörungstheoretiker ist politische Bildung. Merkt euch das. Wenn ihr irgendwen habt, der ein besseres Argument hat als ihr selbst, dann ist das ein Verschwörungstheoretiker. Das ist dann seid ihr politisch gebildet, wenn ihr so vorgeht. Das verstehe ich auch immer nicht, was er mit politischer Bildung meint, ne? Seine Ideologie. Weil immer, wenn man in seine Streams oder auch von anderen guckt, also ich weiß nicht, was sie da für politische Bildung vermitteln. Ja, ab und zu redet mal Karl Dekadent über Karl Marx. Ab und zu mal hörst du da hier ein bisschen Kapitalismuskritik raus, aber so wirkt politische Bildung, würde ich nicht unbedingt sagen, vermitteln soll. Also da, keine Ahnung, kann ich mir auch eine Doku bei Arda angucken. Da habe ich mehr von. Ja, definitiv. Also deswegen, wenn man politische Bildung will, dann geht man auch nicht zu Twitch. Also ich würde auch nicht mehr anmaßen, hier jetzt politische Bildung zu betreiben. Aber ich muss sagen, ich schaue ab und zu mal den, wie heißt denn der auf YouTube, den Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Also ich finde, da kann man schon ein bisschen was lernen, ab und zu mal. Ja, das ist nett, danke.